Viel Spaß beim Theaterstadel. Ihr Peter und Gerda Steiner. Ja, doch, wenn macht das Leben schön. Jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So schön wie heute. Ja, sag einmal, hörst du das nicht einmal auf? Was heißt denn? Herr Schreinermeister, ja? Benedikt Wanninger. Ja? Sagen Sie mal, haben Sie keine Arbeit? Weil Sie da umeinander hocken und so saublöd singen. Nein, nein, ich hab keine Arbeit, sonst würde ich da nicht so saublöd umeinander hocken und singen. Ne? Hab ich nicht, ne? Nein. Hast du eigentlich den Sarg für den Bürgermeister schon fertig? Na, freilich ist er fertig, schon lange ist er fertig, ne? Neugierig bin ich ja, was? Ob er die Rechnung für den Sarg zahlen abgestellt hat. Der Bürgermeister wird sich doch nicht lumpen lassen und den Sarg zahlen, ne? 285 Mark, wenn sogar noch einen Sonderpreis gemacht, ne? Mein Gott, aber er ist ja nicht gestorben. Er lebt ja noch, ne? Das ist er selber schuld, war er gestorben, ne? Ich kann überhaupt nicht begreifen, wie man sich einen Sarg stellen kann, wenn man nicht stirbt, oder? Mein Gott, in der Todesangst macht man viel. Ja. Und er war ja wirklich schwer dran. Ach was, wenn er ein anständiger Kerl gewesen wäre, dann wäre er gestorben. Ja. Alter, die 285 Mark, die hätte man so notwendig brauchen. Das weiß ich schon, ne? Weißt du, was wir noch in unserem Sparstrumpf haben? In meinem Strumpf habe ich zwei Löcher, das weiß ich. Ganze 150 Mark. Na also, dann können wir einen ganzen Monat noch ins Haus und Braus leben. Da gehst aber dann du zum Einkaufen, gell? Dann wirst du sehen, wie weit das geht. In der Zeitung stand, dass er so ein rausgefressener Minister gesagt hat, eine Familie kann mit 51 Mark ein ganzes Monat wunderbar auskommen, ne? Ja, das soll mir aber dieser rausgefressene Minister zuerst einmal vormachen. Ja, also wenn das nicht stimmt, was der gesagt hat, dann schreibe ich ihm einen Brief mit einem Zitat von Goethe. Was für ein Zitat? Das kennst du nicht? Nein. Ja, leg mich da. Oh. Jetzt hätte ich mich bald verraten. Also glaubst du das, Alter, du mit deinen Spassetteln? Ich kann nächtelang nicht schlafen, dreh jeden Pfennig fünfmal um, bevor ich ihn ausgib und du. Ja. Was war das zum Beispiel im letzten Monat für ein Geschäft? Ja. Ein Sarg für den Bürgermeister. Und die Arbeit war umsonst erlebt. Halt. Halt, dass ich nicht liege. Was? An Herrn Pfarrer hast du noch am Fuß anleimen dürfen. Was habe ich am Pfarrer seinen Fuß? An seinem Lehnstuhl. Ach so, ja. Hat aber auch bezahlt, der zweimal einen Segen hergegeben. Wenn wir wenigstens einmal einen größeren Auftrag gründen. Hm? Aber den könntet ihr ja nicht einmal annehmen. Warum denn nicht? Du hast ja nicht einmal einen Schreiner gesehen. Sei beruhigt, Alte, wir kriegen keinen größeren Auftrag. Du, es war halt schön fürs Mädel. Schau her, anstatt dass sie die Schreinermeisterstochter spielen kann, ja, ist sie keinerin vom Postwirt. Na ja, da kommt sie wenigstens unter die Leute und lernt den Umgang. Ne? Ja, ich möchte schon wissen, was für ein. Na, sie bedient die Honoration unseres Dorfes, an Herrn Apotheker, an Herrn Lehrer, an Herrn Pfarrer. Und jetzt besonders den Herrn Bürgermeister, nachdem er nicht gestorben ist, ne? Mein Gott, ich mach mir halt Sorgen, dass sie als Kellnerin wenigstens eine halbwegs gute Partie macht. Deine Tochter macht sogar eine sehr gute Partie, wenn mich meine Augen und Ohren nicht täuschen. Also auf dich schau, kannst du dich auch nicht mehr verlassen. Was? Aber solche Trümmer sehe ich überall noch, gell? Was für Trümmer? Wie es ja drum Mannsbübel, der Blase, der Sohn vom Bürgermeister, ne? Was? Und ich glaube mich nicht getäuscht. In was hast du dich nicht getäuscht? Dass er unsere Tochter, unseren Pepperl, ein Puzzle gegeben hat, ne? Wann? Wann? Wann geben sie den Liebsleiter Puzzle? In einer lauen Mondnacht natürlich, ne? Also, da hat mir Sternl noch kein Wort davon gesagt. Hast du deiner Mutter gleich gesagt, wenn du den Puzzle hergeben hast, ha? Hm? Außerdem ist sowas ein süßes Geheimnis, bis es zur ehelichen Pflicht wird, ne? Also, schön wär's ja, wenn sie eine gute Partie machen würden. Ja, das macht schon. Der Blas ist ein braver, anständiger Bursch. Ja.
Aber sein Vater, der Bürgermeister, der macht keinen Luftsprung, wenn der Blasi ernst macht. Ja. Keinerin. Aber was eine Kellnerin? Das ganze Dorf weiß, dass unsere Tochter keine Kellnerin ist, sondern nur Aushilfe beim Postwirt. Ne? Ja, aber das ganze Dorf weiß auch, dass sie das nur macht, weil es mir nötig ist. Das ganze Dorf, das kann mich, jetzt ist mir der Goethe wieder eingefallen, ja. Siehst du, so kannst du nur daherreden, wenn du Geld hast und wenn du auf niemand angewiesen bist. Ach was, wenn man Geld hat, kann jeder Depp großkotzig sein, oder? Ja, du wirst das schon noch sehen. Ja? Du bist schon da? Nein, ich bin bloß schnell rübergelaufen, weil ihrem Vater eine wichtige Neuigkeit erzählt. Ja, was denn? Also pass einmal auf. Vor einer Stunde sind zwei Herren in die Wirtsstube gekommen. Ja. Also in der Wirtsstube war niemand anders als wie ich, ja, der Bürgermeister Hollschneider, ja, und der Wirt. Aha. Ja, und was ist dann mit den zwei Herren? Ja, also die haben sich dann zum Bürgermeister an den Tisch gesetzt, ja, haben ihn zum Trinken eingeladen, ja, und dann haben sie ihn gefragt, ob im Dorf nicht ein guter Schreiner ist. Hm? Ja, sie möchten gern Bauernmöbel, was soll denn da alles? Dann hat der Wirt gleich gesagt, freilich haben wir einen, den Warninger. Freilich, ein Warninger, wer ist denn das? Also ich, freilich. Weiter. Weißt du, was dann der Bürgermeister sagt? Was hat der gesagt, der Bürgermeister? Was willst denn mit dem Murkser? Was? Ja. Da fährst du am besten zu meinem Geschwisterkind nach Schwarzbach rüber, der ist in solche Sachen Spezialist. Hör doch auf! Also, ja? Das ist ja eine Unverschämtheit. Ja. Dem gebe ich gleich einen Murkser mal rüber. Ja, und weiter? Ja. Also, der Bürgermeister ist dann gegangen. Ja. Und dann sagt der eine Herr, ich glaube, ich werde mir den hiesigen Schreiner doch noch mal anschauen. Aha. Wie heißt denn der? Ja, da hab ich gleich gesagt, Warninger. Woher weißt du das? Ach so, ja, natürlich, Warninger. Warninger, hab ich gesagt, das ist nämlich mein Vater. Ja. Dann sagt der, Warninger, heißt dein Vater Benedikt? Mhm. Sag ich, ja, genau, so ja, heißt er. Ja. Weißt du, was der sagt? Was hat er denn gesagt? Der macht mir sämtliche Einrichtungen und sonst keine. Na, hör doch auf. Was? Was sagst du zu so einem Glück? Ja, aber Wahnsinn. Ich muss dir doch gleich erzählen, ja, ne? Ja. Jetzt passiert's mir aber, ich muss los. Babylein, ja, ich drück dir alle Daumen, dass es klappt. Wie viel hast du denn? Das ist zwei Jahre. Ach ja, nur was Wichtiges. Noch? Ja, ich glaub, dass das ein rechter Vornehmer her ist. Warum denn das? Fürst so? Oder so. Fürst? Ja, weil der andere hat immer Herr Fürst zu ihm gesagt. Fürst? Ja, es sind sie mit dem Zug gekommen. Nein, mit dem Taxi. Ja. Ja. Jetzt muss ich wieder los, mir pressiert's ja, also, Bierzeit. Ja, ich hab's ja gerne, ne? Mein Fürst, und mit dem Taxi ist er gekommen. Nein. Jetzt, wenn er noch turnt, dann ist der Fürst von Turn und Taxi. Ich weiß nicht. Alter. Was? Aber stell dir mal vor, du, wenn das so wäre. Ja. Also, ich wage gar nicht so offen. Ja, 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 natürlich. Aber der Hollschneider, der, ja, Bürgermeister, der Bürgermeister, auf den du immer so große Stille gehalten hast. Ja, da hast du recht, ja. Ach, du, der blamiert dich sogar in Gegenwart von deiner Tochter. Unverschämt. Ja, der boykottiert dich, wo du gehst und stehst. Ja. Und warum? Und warum? Weil du bei keiner Partei, ja, bist. Aber der stirbt schon wieder einmal. Mein Lieber. Dann habe ich am See die Nägel, nein, sein Tartdecke. Die müssen durchschlagen, damit er einen ewigen, unruhigen Schlag hat, ja. Jetzt mit dir kann man ja nicht reden. Ja. Aber du Alter, wir müssen uns jetzt ein bisschen herrichten. Ja, ja. Weil sonst sagt der Fürst, ja, der Hollschneider hat ja recht gehabt. Ja, ja. Ah, du meinst nicht, dass es besser ist, wenn ich jetzt, ja, ein weißes Schürzel, ja, ja, da dazu, weil das macht immer einen guten Eindruck. Sag einmal, hörst du mir überhaupt zu, ja, wenn ich mit dir rede? Überleg bloß, was für ein Lied, das ich singen soll, wenn der Fürst kommt, ne? Geh jetzt her. Vielleicht Fürst, du hast die ganz geschnallt. Mein Gott, du mit deinen Blätten. Ja, ja. Aber ich habe gewusst, dass heute noch Besuch kommt. Warum denn so? Heute in der Früh hat sich unser Kater geputzt. Was? Und das bedeutet immer Besuch. War das beim Frühstück? Ja. War das das Kaderfrühstück? Geh, okay, Alter. Hm? Ach, ich bin ja so froh, ja, dass ich gestern noch die Stuben und Fenster putzte. Da bin ich auch froh, sonst war ich wieder dran gewesen. Ja. Du weißt was? Was? Du, ich hol uns am Bettverleger noch. Bettverleger? Was, ja, ein Bettverleger? Ja, das macht immer, ja, einen guten, ja, genau, Eindruck. Ja, freilich, wenn es so feierlich zugeht, dann werden wir ihn noch Kind waschen. Ja, ja. Ein Murkser heißt der, mich ausrechnet. Ja, und der, wenn meine Tochter sich
kann ich doch kein Murrchen hinschreiben. Doch, Alter. Was denn? Was ist denn? Weiß ich bloß noch nicht. Ach so. Soll ich den jetzt da vor die Tür legen oder da noch? Nein, da vor die Tür, dann tragt er nicht so viel Dreck rein. Ne? Gott, jetzt red doch nicht immer so abfällig daher. Jawohl. Alter, unsere ganze Zukunft steht auf dem Spiel. Und den Trick, den der Herr Förster reintragt, der macht sich bezahlt. Meinst du? Jawohl. Jetzt kommt der Schiff. Herr Rhein, das ist der Falsche. Also wegen mir braucht's keinen Teppich auflegen. Ja. Der gehört auch für bessere Füße. Oh, ja, Herr Bürgermeister, was gibt mir die Ehre? Du, pass auf, du hast mir da eine Rechnung geschickt. Ach so, ich bin sauer, soll ich quittieren, komm her. Ja, von wegen, die Rechnung zahle ich nicht. Warum denn nicht? Ja, weil ich den Zar Gott sei Dank nicht mehr brauche. Da bist du selber schuld, warst du gestorben? Ich bin aber nicht gestorben, wie du siehst, gell? Und außerdem steht der Sarg noch bei dir in der Werkstatt. Ja. Folgedessen brauche ich ihn nicht bezahlen. Ja. Oh. Von wegen, aber du hast ihn bestellt. So ist es. Und wie dringend, dass du das gemacht hast. Ja. Und mein Alter, der hat die halbe die Nacht hingearbeitet, so gell? Ja, genau. Hat auch schlimm hergeschaut, ja. Nicht einmal der Doktor hat sie mir jetzt helfen müssen. Der Doktor, den wir mir haben, der weiß ja nie zu helfen. Auf alle Fälle, ich zahle nicht für etwas, was ich nicht brauche. Na, zahlt der Doktor, der ist schuld, dass du noch lebst. Der wird da was pfeifen. Unser Doktor, jeden, der wo den behandelt hat oder umgekehrt, der ist gestorben. Nur bei dir hat er eine Ausnahme gemacht. Ne? Ja, nein, mein Wecker ist ihm noch nicht abgelaufen. Ja, der Sarg ist da, rauswachsen tust du ja nicht. Ne? Ja, oder du gehst zu deinem Geschwisterkind und lass dir von dem einen Sarg machen, nachdem er mein Alter ein solcher Murks ist. Ja, Möglichkeit, ja. Da schon her. Woher wissen Sie das schon wieder? Ja. Ach, kann man's denken. Was? Hat eure Tochter wieder telefoniert? Wir haben kein Telefon, ne? Du, pass mal auf. Was? Deine Tochter ist Kellnerin. Ja? Und hat Schweigepflicht zu bewahren über das, was in einem Lokal geredet wird. Jetzt sagt er ich was. Meine Tochter ist keine Kellnerin, die ist nur Aushilfe beim Postwirt. Klar? Das ist ganz egal. Die soll sich um ihr sittenwidriges Verhalten kümmern. Das war besser, was, gell? Also du wirst unserem Dirndl nichts Schlechtes nachsagen können, gell? Ja. Kommt drauf an, wenn meine Vermutungen stimmen. Und die stimmen. Was denn? Du, pass auf. Ja? Heute früh kommt mein Sohn zum Frühstück und was sehe ich? Was siehst du? Lauter rote Flecken auf die Backen. Auf was für Backen? Da, wo er drauf gesessen ist, habe ich nichts gesehen. Aha, gut. Ja, vielleicht kriegt er die Masern. Mhm. Ich habe ein kleines Licht hergeholt und was meinst du, was das war? Wanzenstiche. Ja. Aber von einer ganz besonders frechen Wanze. Du musst dir deine Wanzen ein bisschen an Respekt beibringen, ne? Von wegen Lippenstift war's. Ja, seit wann schminken Sie deine Wanzen, ha? Ich hab ihn gleich gefragt, woher diese Abdrücke sind. Ja, und? Sagt er zu mir, das wirst du noch früh genug erfahren und draus war er. Aha. Aber dann hab ich zum Denker angefangen. Ja, wie machst du das? Schnell. Aha. Nachdem sich bei uns im Ort ja keine ihr Meier so anschmiert wie die Tochter, war ja das Rätsel nicht mehr schwierig. Ich will meiner Tochter sagen, sie soll sofort das Schminken einstellen, gell? Dem muss doch mein Burm hergedruckt haben, dass ihm direkt Luft wegblieben ist. Vielleicht sind sie vor der Druckerei gestanden, ne? Du, auf alle Fälle, das ist sittenwidrig und das verbiete ich mir. Mein Gott, was ist denn da schon dabei? Ja. Ein paar unschuldige Busse. Ja, Sichago. Ich glaub gleich gar, ihr befürwortet das noch, ja, warum denn nicht? Dein Bub ist ein sauberes Bürstchen. Ja. Von dir oder nichts. Ja, muss er von der Mutter. Muss er von der Mutter haben. Im Gegensatz zu meiner Tochter, die hat alles von ihrem Vater. Oh. Den Liebreiz, den Charme und alles. Oh. Und wegen die paar Puzzle. Wenn sie verheiratet sind, das hört sich schon auch von selber auf, ne? Verheiratet? Ja, Freude. Die zwei? Ja. Bevor die zwei heiraten, wachsen auf unserem Maibaum Gurken. Ja, sowas geht unter Umständen sehr schnell. Hä?
Unter Umständen, hast du schon. Möglich. Auf diese Art möchtest du was erzwingen. Ja, gar nicht. Da wird ja der Schnabel sauber bleiben. Ja. Der Bub vom Bürgermeister und der Kellnerin. Ja. Ich glaub, mir trifft der Schlag. Ja, es macht nichts, der Sarg ist fertig. Meister, wenn die zwei füreinander bestimmt sind, ja, dann kannst du gar nichts dagegen tun. So ist es. Das werden wir dann schon sehen, ob ich dann nichts machen kann. Und wenn du als Vater nicht dazwischen gehst, ja, dann gehe ich als Bürgermeister dazwischen. Schön. Dann werden wir sehen, wer da recht kriegt, gell? Aha. Und mein Buren, den sperre ich, ey? Natürlich. Jawohl, ich bin immer nur der Heuschneider. Ja, und ja, was ich sage, das wird gemacht. Ja. Von wegen unter Umständen, ja, Ärmschau. Ja. Das kann mir allein und schalten. Jetzt gibt's da nur einen Ärger. Er redet doch nicht auf, heute, was unser lieber Gott zusammen geleimt hat, kann auch der beste Schreiner nicht mehr trennen. Ja. Oh Gott, das wird. Jetzt kommt der Fürst. Wie redet man denn mit einem Zahn? Genau wie mit einem jeden anderen, ist doch wurscht, oder? Das wird ein dieser Unglücks da. Lieber Herrgott, stell uns bei. Mein Ofen ist ja daheim. Komm jetzt. Sag mal, was zieht das denn so von lauter Angst? Ja. Das muss man merken, bei der nächsten Weihnachtsfeier lasse ich die Zitter spielen. Komm jetzt, hör auf, bitte. Na, sag herein. Herein! Hast du schon gesagt, jetzt habe ich einen Teppich vergessen. Ist ja wurscht. Grüß Gott. Halleluja! Halleluja, Hochwürden! Was? Also, wie ein Pfarrer schaue ich ja noch doch nicht aus, oder? Ja. Sagen Sie mal, bin ich da richtig beim Schreinermeister Wanninger? Jawohl, durch und durch, lacht, jawohl! Ja, tatsächlich, er ist. Was bin ich? Der Wanninger bin ich. Ja, bin ich. Ich hab mir's aber gleich gedacht, wie ich den Namen gehört habe. Was denn? Da kennst du mich nimmer. Na? Der Fürst weißt du. Was? Wir waren da miteinander auf Wanderschaft. Die hätte ich nicht mehr gekannt. Wenn ich jetzt ein Mädel war, da hat er mir ein Hals voll und da hat er ein Puzzle gegeben. Lass ihn dann von meiner Tochter nachholen. Als ein Riebreit von mir. Du bist doch immer noch der gleiche Bene. Ja, ja. Wie geht's dir denn? Ha? Wenn man alles Schlechte wegstreicht, dann geht's mir ganz gut. Also. Ja, das ist deine Frau. Was für eine? Ja, ist ja bloß eine da. Na, kannst bloß die sein. Also. Vergisst er immer. Ja, du wärst mir schon wieder eingefallen. Ja. Ja. Weißt du, Bastl, wie wir zwei heimgekommen sind von der Wanderschaft, bin ich dann gleich in Gefangenschaft gekommen, dass ich mich heiratet habe. Grüß Ihnen gut, Frau Wanninger. Grüß Ihnen gut, Herr Fürst. Sebastian Fürst. Wieso? Was Sie heißen bloß Fürst? Warte. Sie sind gar keiner. Wieso? Ja, haben Sie gemeint, ich bin ein wirklicher Fürst? Ja. Oh, mein. Ich sag Ihnen was, ich möchte gar keiner sein. Mir geht's ja so auch nicht schlecht. Na, jetzt bin ich aber froh. Wieso? Weil ich jetzt ganz anders mit Ihnen reden kann. Ah, das ist ja. Sag einmal, wie kommst denn du in unser Kaff da her? Bin ich? Das ist der reine Zufall. Ja. Geht der von mir niedersitzen? Ja. Also, Alter, sag mir was, du den Anstand wieder lassen. Bitte hör den Gast den Stuhl an, wenn er schon keinen hat, ne? Ja, also bitte, nehmen Sie doch mal. Und entschuldigen Sie meinen Alten, wissen Sie, er ist heute halt geläufig. Was bin ich? Ja, bei uns verkehren ja meistens nur lauter Geschädigte. Aber jetzt mache ich Ihnen einen ganz guten Kaffee. Nur keine Umstände, Frau Wanninger, ich trinke jetzt keinen Kaffee. Nicht, ist mir auch lieber. Tja, warte, ich jetzt einmal. Ja. Wie geht's dir denn einmal? Hm? Mein Gott, du Schenkeiner ist noch nie schlecht gegangen, oder? Da hast du recht, ja. Ich bin jetzt bei meinem Bruder, beim Prinz Leopold. Dein Bruder ist der Prinz Leopold? Nein, Schmarrn, so ist das nicht. Hm? Nein, mein Bruder hat im Münchner Restaurant, das heißt Prinz Leopold. Ach so! Ja, aber wir sagen halt alle der Prinz Leopold, aha, sozusagen als Hausname. Ja. Und in dem Chef bin ich, wie man so sagt, stiller Teilhaber. Ja, laut warst du noch nie. Ja. Das Geschäft geht recht gut. Ja. Und jetzt werden wir umbauen und vergrößern, verstehst du? Das wird alles im bäuerlichen Stil eingerichtet. Ja. Und da hat mein Bruder gesagt,
Weißt du, hat er gesagt, jetzt fahrst du aufs Land raus und schaust, dass du deinen Bauernschreiner auftreibst. Der uns das alles ganz originell macht. Ja, weil die Schreiner in der Stadt, die sind ein bisschen zu modern, hat er gemeint. Ja, ja, hat er gemeint. Ja, und so bin ich da hergekommen und hab dich da gefragt. Ja, und dann hast du ja gefragt, dass ich ein Murkscher bin, gell? Nein, bin ich. Ja? Wie ich deinen Namen gehört hab, da hab ich mir gleich gedacht, dass da Konkurrenz nicht dabei ist. Also bin ich jetzt, pass mal auf. Ja. Du, das wäre ein Auftrag über 50.000 Mark. Da brauche ich mindestens drei Schreiner gesehen. Okay, du wirst doch drei Schreiner auftreiben. Was? Pass auf, und wenn du eine Vorauszahlung brauchst, dann lasse ich den Scheck da über 15.000 Mark. Jetzt ist er übergeschnappt. Was tust du denn jetzt, Bini? Mach da gerade einen Kostenvoranschlag. Kann ich da einen Scheck euch verachten? Ich war? Selbstverständlich. Heute, du laufst zum Wirt rüber, holst ein paar Flaschen Bier, die trinken wir jetzt gleich. Und dann hebst den Wirt den Scheck hin, dass er sieht, dass wir wer sind, dass wir was haben. Sagst zahlen, dass wenn die Bank gewechselt hat. Gell? Ja. Ich will sehen, dass der Wadinger ist. Los her, Beni, damit du siehst, dass es mir ernst ist. 15.000 Mark! Ja, Herr Rein. Komm, denk jetzt. Es kommt einand. Es kommt. Das ist mein Chauffeur, der Hans. Ah, der gehört zu dir? Ja, ja. Was gibt's? Gott sei Dank, dass du einen Triff herführst. Wieso? Ich meine, es ist gescheiter, wir verschwinden von da wieder. Was? Wie kommst du denn da drauf? Wir bleiben doch mindestens über Nacht. Um Gottes Willen. Herr Fürst, wir werden verdächtigt. Was verdächtigt? Ja. Bei uns in Ochsenhausen wird ja jeder verdächtigt, ja, dass kein Ureinwohner ist. Sauber. Ja, eigentlich bin ich schon da, aber ich hab mir nichts gedacht dabei. Ja, da komm ich jetzt nicht ganz mit. Die Wirtin von der Post, wo wir abgestiegen sind, die hat verlangt, dass wir uns in das Fremdenbuch eintragen. Ja, dann hab ich leider gesagt, sag ich, es geht jetzt momentan nicht, weil der Herr Fürst nicht da ist. Hm? Dann hat gesagt, das macht nichts. Bei uns geht's nicht so genau, es ist nur zwecks der Ordnung. Ja. Und die soll reinschreiben, wie wir heißen und wo wir wohnen. Ja. Na also, ich ganz ahnungslos hab gesagt, Sebastian Fürst von Großhesselohe. Jetzt haben sie die Wirtin sehen sollen. Ja. Wie der Teufel ist in die Küchen aus. Und da hab ich dann gehört, wie es zu ihrem Mann gesagt hat, Alter, stell dir noch grad vor, wer bei uns abgestiegen ist. Der Fürst von Großhesselohe. Sie haben gut lachen. Und ich wette, dass das nicht lang dauert, dass das ganze Dorf bald weiß. Und deswegen meine ich, wir sollen verschwinden, bevor der Schlamassel noch größer wird. Das ist ein Witz, was? Ja, ja, ja. Na, wie die erst einmal aufgeregt sind, wenn sie erfahren, dass ich einen großen Auftrag vom Fürsten gekriegt habe. Du, dabei ist nicht einmal gelungen. So, was passiert nur in Ochsenhausen, jetzt bin ich Hoflieferant. Also Hans, wir bleiben trotzdem da. Ja. Oder? Natürlich, woanders wird euch niemals so viel Ehre zuteil wie bei uns. Genau, da schlafe ich doch heute mal als Sebastian, Fürst von Großhesselohe. Genau. Na ja, also mir kann es gleich sein, aber ich sehe uns schon in der Zeitung drin. Okay, so schnell geht das nicht. Meines. Mein Name stimmt. Ja. Und wenn mich die für was anderes halten, als ich bin, kann ich nichts dafür. Ja, oder? Das ist richtig. Ja, aber Sie fahren morgen wieder weg und wir bleiben da. Und wir können uns nicht einmal mehr in der Kirche sein lassen. Ja, du schon, aber ich nicht. Ja. Wirklich, aber wenn das bekannt wird. Ja, wird gar nichts bekannt, Frau Wanninger. Ja, bei mir nicht als Fürst aufspielen, nicht? Ja, schon. Ja, und wenn ich fort bin, dann fängt der Beni mit Hochdruck zum Auer noch. Genau. Vier gesehen werden eingestellt, ja, vier gesehen. Alles im Auftrag vom Herrn Fürst. So gut wie heute hat mir der Name noch nie gefallen. Ja, schauen wir, was die für einen Respekt von mir kriegen, mein Lieber. Eine Gemeinheit. Was ist denn passiert? Der Wirt hat mich entlassen und fristlos an. Warum das? Auf Befehl vom Bürgermeister Heuschneider. Huh? Ja, damit sein Sohn, der Blasi, nicht sittlich verdorben wird. Wobei, war alles so harmlos. Okay, Freund Pepe, regen Sie ihn doch nicht auf. Schauen Sie, so eine feste Bedienung wie Sie kommt doch gleich wieder unter. Ich sag ja. Wenn Sie wollen, können Sie sofort mit mir nach München fahren, ins Prinz Leopold. Ui, ja. Also, Herr Fürst, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Durchlaucht. Herr Fürst,
Ich geh, mir wird das zu unheimlich. Wollen wir's aufklären mit dem Durchlauf? Warte mal, Benni, ich bin da noch nicht ganz im Bilde. Wie ist das mit dem Blasi, wegen dem sie der Wirt da entlassen hat? Ja, also der Heuschneider Blasi, der hat mich gern und. Ich hab ihn auch gern. Aber sein Vater will das nicht, weil er für den Blasi schon eine andere hat. Ach, so ist das. So ist das, ja. Lasst mich doch einmal nachdenken. Ja, lasst uns einmal nachdenken. Vielleicht fällt mir was ein. Vielleicht fällt mir was ein. Dass der Blasi sein Pepperl kriegt. Ja. Herr Fürst, wenn das wahr wäre. Ja, lass dir nicht Zeit. Lass dir nicht Zeit. Was? Ja. Also, ja, lass dir. Lauter. Ich hab's schon. Ich hab's schon. Wir haben schon. Halt! Da haben wir einen Wagen vor. Ja. So, Benni, und du ziehst jetzt ein anderes Gewandel, gell? Und zum Osten, warum denn? Weil wir dann eine Propagandafahrt machen durch das ganze Dorf. Ha? Und das ist eine ganz gute Idee, ja. Und wenn alles das hinausgeht, wie man sich vorstellt, ja, dann kannst du zu meinem Auftrag noch eine Brautausstattung für deine Tochter machen. Durchlaucht! Ich bin kein Durchlaucht. Er ist was Höheres. Was ist denn höher als Durchlaucht? Nur noch Schnittlauch. Also, schau, wer da kommt. Der Blasi! Ja! Nein. Da schau ich. Was auch? Der hat einen Hut im Knack. Da ist ein schlecht aufgelegtes Kini. Oh! Und der kommt bestimmt vom Postwirt. Meinst du? Ja. Grüß Gott, Bernd. Du, sag einmal, Pepperl, stimmt das, dass du beim Postwirt nicht mehr bedienst wegen meinem Vater? Ja. Blasi, das stimmt. Der Vater war so liebenswürdig und hat dafür gesorgt, dass ich entlassen werde. So, dann ist schon recht. Dann kann er sich ab morgen seine ganze Bauernarbeit selber machen. Jetzt mache ich nämlich einen Generalstreik. Mein was? Gott, warum hast du denn heute in der Früh den Lippenstift nicht wegwaschen? Dann hätte der Vater nie was gemerkt. Weil wenn ich verschlafen hab. Ich hab nicht einmal Zeit gehabt, dass ich in den Spiegel reinschau. Ja, um Gottes Willen, und das hast du überstanden. Aber das ist ja gleich, he? Heiraten wir Pepperl so oder so? Ja, du, also das ist nicht ganz sicher. Weißt du, was dein Vater heute gesagt hat? Bevor er zu dieser Heirat Ja sagt, wachsen auf unserem Maibaum Gurken. Dann essen wir halt einen Gurkensalat. Oh. Oder ich wandere mit dem Pepperl aus. Du, Wendingerin? Ja? Möchtest du uns nicht ein bisschen allein lassen? Weißt, ich hätte mit dem Pepperl was zum Reden, wo du nicht unbedingt dabei sein sollst. Magst du nicht ein bisschen in die Küche ausgehen und einen Kaffee kochen? Du kochst doch so einen guten Kaffee. Wir machen Nachmittag keinen Kaffee. Auch keinen guten. Dann mach halt was anderes. Weißt, vielleicht einen Kakao oder einen Tee oder eine Fliege. Du gehst der Herrin gerade ein bisschen im Weg um. Ja, das merke ich schon. Aber Blasi, komm, sei vernünftig. Stell dir mal vor, dein Vater, der kommt rein. Ja, was dann los ist? Da ist der kräftig rachfällig. Du, es gibt doch noch andere Mittel und Wege. Denk an den Maibaum. Ja, ja, ich finde schon noch was. Und wenn ich den Maibaum umschneiden muss. Okay. Glaub mir's, Pepperl, auf mich kannst du heiser bauen. Führt dich dabei. Hey, press doch das Madel nicht so an dich. Ja so, wir haben die Pressefreiheit. Oh. Also gut, nachher pfiat die Gott, Schwiegermutter. Das ist ja doch ein Bazi. Also, ob das ein gutes Ende nehmen wird, ich wage es zu bezweifeln. Ach, aber ein lieber Kerl ist ja schon der Blasi. Herein! Es kommt ein Amt. Oh.
Grüß dich, Gott, Pepperl, ist das Pepperl daheim? Du bist ja selber das Pepperl. Ich bin schon ganz peppert, ganz deppert. Gut, Pepperl, dass ich dich antreffe, Pepperl. Ja. Ja, der Herr Post. Ja. Haben Sie sich nicht vielleicht verlaufen? Gut, Pepperl, ich werde doch wissen, wo der Wanninger wohnt, Pepperl. Hey, Pepperl. Ja, mein Vater ist leider nicht da. Ja. Das heißt auch nicht da. Erst mit dem Herrn Fürsten spazieren. Ja, das weiß ich ja selber, Pepperl. Schau, ich hab's ja gesehen, Pepperl. Ja. Nein, ich wollte ja mit dir was besprechen, Pepperl. Bitte. Pepperl, magst du nicht wieder zu mir in die Wirtschaft kommen zum Bedienen? Ich? Ja. Also, ja, das tut mir jetzt sehr leid, Herr Postwirt, aber ich bin ab morgen beim Prinz Leopold in München. Das ist nämlich der Bruder von Herrn Fürst. Na. Ja, und da kann ich ab morgen hin, wenn ich mag. Ja, Pepperl, wenn's wenigstens so lang bei mir bedienen, jetzt so lang der Herr Fürst noch da ist, Pepperl. Also ich bediene nicht, ich lass mich bedienen. Ist auch noch. Und ich hab niemand zum Bedienen. Tja, dann musst halt selber bedienen. Ja, das wird lustig. Das wäre bestimmt lustig. Ja, der Herr Fürst freut sich auch schon sehr aufs Dinieren. Ja, wo treibt sie heute noch Nieren auf? Was hast du gesagt? Na, du hast doch gesagt, er freut sich auf Dinieren. Aufs Dinieren? Ja. Ja, das heißt so viel wie Speisen, Essen. Ui, das muss man merken. Ja. Ja, wie heißt dann das bei der Milzwurst? Mein Pepperl, du gangst mir so ab mit deinen Sprachkenntnissen. Pepperl, sag mal wenigstens, wie man so einen Fürsten betitelt, meine. Der Herr Fürst möchte nicht tituliert sein. Er möchte nur, dass man Herr Fürst zu ihm sagt. Geh halt wieder. Pepperl, magst du das nicht nochmal überlegen? Kannst du ein königliches Trinkgeld verdienen? Tut mir leid, aber einem Fürsten kann ich nichts abschwören. Für die Gott, Postwirt. Für die Gott, Pepperl. Hey, war der Blasi wieder da, jetzt war so strahlend. Aber der Postwirt, stell dir vor, der wollte mich wieder einstellen, aber ich habe sein Angebot abgelehnt. Also eigentlich tut er mir direkt wieder leid. Ah, nein, lass mich nur machen. Der bisschen Strafe hat er schon verdient, weil er den Heuschneider gar so untertänig ist. Jetzt sagst du nichts mehr, was? Wo der Kohl sofort hat hingehaut. Weißt du, was mich furchtbar ärgert? Dass der Bürgermeister nicht daheim war, mein ganzer Triumph war beim Teufel. Aber dafür war der Postwirt da. Der ist fix und fertig von der Fürst. Ja. Hoffentlich passiert das nicht im ganzen Dorf umeinander. Nein. Ich habe ihm schon gesagt, er darf nirgendwo was verlauten lassen, weil sonst zieht der Herr Fürst aus, habe ich gesagt. Schon? Ja. Und der beißt sich lieber die Zunge ab, bevor er so einen hohen Gast verliert. Ich brauch's bloß noch einen Monokel, dann gehen es alle in die Knie. Mein Gott, Alter, übertreib doch nicht wieder so. Ein Monokel. Wieso denn? Da ist doch nichts übertrieben, Frau Wanninger. Ich bin und bleibe ein geborener Fürst. Da kann mir kein Gesetz das Gegenteil beweisen. So ist es. Und die Gemeinde werde ich schon auf Trab bringen. Ja, du aber, erst wenn ich wieder fort bin, gell? So ist es. Solange du da bist, rechnen wir mit der Dummheit von den anderen. Ja. Okay, Frau Wanninger, dürfen wir bei Ihnen die Hände waschen? Na, freilich, haben wir ein Wasser daheim. Ich tue ein Frischhandtuch raus. Sofort! Ja. Ja. Durchlauchtigster Herr. Oh. Also, Beni, auf das Mädel kannst du stolz sein. Das bin ich auch. Das war mein Meisterstück. Ja, und jetzt gehen wir in die Küche raus. Da ist der Tisch schon gedeckt, Kaffee und Kuchen. Na, also. Und Herr Fürst, Sie geben mir doch die Ehre. Ja, gern. Ja, aber für einen Chauffeur habe ich auch mitgedeckt. Ja, machen wir doch, okay. Ja. Hans, komm mal! Was? Weil zu einem Tassel Kaffee sage ich jetzt nicht nein. Ja, das ist. Was ist, Herr Fürst? Fahren wir heim?
Mein Gott, was möchtest du denn immer heimfahren? Dass ich endlich dieser Fragerei auskomme. Wieso? Schauen Sie mal hinaus. Das ganze Dorf steht um unser Auto rum. Und jeder Zweite, der fragt, wo der vornehme Herr ist, der da abgestiegen ist. Und? Was hast du noch gesagt? Ich hab gesagt, ich nichts verstehen, andere Baustelle. Grüße mal! Aber jetzt gehen wir zum Kaffee trinken. Sehr darf gerne. Ich bitte? Jawohl, danke schön, Frau Weininger. Komm an. Ja, danke, ich bin noch, ich bin noch. Tatsächlich, das ging alle um das Auto rum. Als wenn sie nie so ein schönes Auto gesehen hätten. Kunstig, bei uns sieht man nur Misswung. Ein schönes Auto. Ja, herein. Oh, Herr Bürgermeister, bitte. Sag mal, wen gehört denn der Karren da draußen? Vor meinem Haus steht kein Karren. Aber wenn du diese hochherrschaftliche Limousine meinst, die gehört einem guten Fremd von mir. Das ist mir wurscht, der Karren muss weg. Ich komm mit meinem Mistwagen nicht vorbei. Ja? Muss raus Felden aus zum Misten. Da brauchst du keinen Wagen dazu. Ach nicht. Soll ich den Mist vielleicht mit den Händen austragen? Ja, du stehst dir auf den Felden aus und ritzt, weil du ritzt so viel Mist, da brauchst du kein Auto mehr. Tu mir da ja nicht beleidigen, Freund. Bürgermeister, der wird doch einen Witz verstehen, oder? Ich verstehe nur, dass mir der Karren im Weg steht. Ja. So viel Zeit habe ich nicht. Alles klar. Ich werde es unserem Fahrer sagen, ne? Wieso, am Fahrer? Nicht am Fahrer. Am Fahrer, am Chauffeur. Ja. Wenn du es besser verstehst, ne? Pepperl! Ja, Vater, was gibt's denn? Der Pepperl, sag am Führerstepp, ich würde seinen Wagen wegfahren. Herr Bürgermeister, komm mit seinem Mistkorn nicht vorbei. Seine Durchlaucht, der Herr Fürst geruht gerade Kaffee zu trinken. Oh. Wann erwartet dich, Papa? Wo richtet dem Fürsten aus? Ich komme sofort. Sitzt denn nieder, sonst trifft dir der Schlag. Was retten da deine Tochter für ein Zeugs? Hey, da schaust, ha? Wieso, Herr Fürst? Ja, weil schon dein Herr Fürst ist, ne? Wie käme denn zu dir ein Fürst ins Haus? Na, ganz einfach, derjenige, zu dem du gesagt hast, ich wäre ein Murkser. Das ist niemals ein Fürst. Der redet ja genauso wie du und ich. Dann wirst du täuschen. Nächste Woche ist er sogar Kurfürst. Wieso? Nein, nach Bad Tölz zur Kur fahren. Ne? Und das soll ich dir glauben, hä? Na, natürlich, er ist ein Fürst. Sein Vater ist ein Fürst gewesen. Sein Großvater war ein Fürst. Sein Urgroßvater, sein Ururgroßvater, halt, ne? Das war ein Raubritter, ja. Bevor er gestorben ist, hat er noch das Finanzamt erfunden. Das Rindfisch. Du tust mich da ja nicht für blöd halten, gell? Ja, okay, ja, schau. Ich bin dem Herrn einfach zu Dank verpflichtet, ja, dass mir einen Auftrag erteilt über 50.000 Mark, ne? Dir? Ja, mir. Ja, lieg ruhig weiter, ich höre dir gern zu. Na ja, ich nehme an, dass Bürgermeister auch lesen können, ne? Ja. Na, lies einmal. Ja. Was? 15.000 Mark? Ja, ja, ein Konto für Inneneinrichtung? Ja. Geht so, gell? Wer gab denn so viel Geld? Oh, eins. Du hast die Taschen verwechselt, ja. So was kann vorkommen. Ja, 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 natürlich. Wer gibt denn so viel Geld aus für eine Inneneinrichtung? Wer? Ja? Der Prinz Leopold. Wer ist denn das schon wieder? Das ist der Bruder vom Fürsten, ne? Und der gab dir einen solchen Auftrag? Ja, natürlich, du weißt ja gut. Das ist ein Krampf, ist das eine Schwindel? Ja, das meinst du? Ja, ja. Der Herr Bürgermeister. Ja, 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 ja. Du, was brauchst denn du von einem so einem Murkser, wie mein alter einer ist? Von dem brauche ich gar nichts. Ach so.
Ach so, dann ruhst du dich bei uns aus. Ja, ne? Ein bisschen mehr, der Bürgermeister. Ja. Oder willst du spionieren, wer der vornehme Besuch ist, eh? Du, pass auf. Von eurem vornehmen Besuch interessiert mich bloß ein Karren. Der steht mir nämlich im Weg. Ja, dir steht meistens alles im Weg, ja, oder? Mal, was ist denn mit dem Hand? Das ist ja ganz blau. Da ist ein kleines Malheur passiert. Was denn? Der Herr Fürst hat sich beim Rasieren geschnitten. Das heben wir auf. Ja. Das ist fürstliches blaues Blut. Ja, danke, ja. Sag ich mal, halt's ihr mich für einen Halbdeppen? Wieso halb? Nein, der beim Fürst ist wirklich alles blau, sogar die Zunge. Ja, ja. Da wird er halt Blaubeeren gegessen haben, Junge. Nein, das ist wie was ist. Kommt nicht zum Kaffee. Ja, ja, ich komm gleich, ich hab nur eine kleine Besprechung gehabt. Ne? Also, ah! Ja. Ist er ein Schreiner gesehen von dir? Du Herrn Schauko, gell? Der Herr Bürgermeister. Also, oh, ja. Entschuldigung. Ja. Das ist der Autoweg fahren, der Herr Bürgermeister kommt mit seinem Mischkarne vorbei. Ne? Selbstverständlich, machen wir doch. Selbstverständlich. Hans, komm mal. Ja. Sofort, Herr. Ja. Ja. Herr Fürst, Sie wünschen? Hans, fahr mal einen Wagen weg. Ja, mach ich sofort. Warte, Moment. Ja. Dann rufst du gleich bei meinem Bruder an und sagst, dass er erst morgen kommt. Schreib dir die Nummer auf, München 35 46 28. Sie sind gut, ich kenne doch auswendig die Nummer. Ja, du, Herr Noch, vergiss das wieder. Ich werde doch die Telefonnummer von Prinz Leopold finden, oder nicht? So, also, für ja, gute also, machen. Also, Bini, kommst du dann gleich, gell? Ja, ja, das ist ja doch. Sag mal, was murmelst denn da dabei? 35, 46, 28. Ja? Die Telefonnummer habe ich mir gemerkt, damit ich es nicht vergisst. 35, 46, 28. Zu was denn? Zu was denn? Als Bürgermeister habe ich das Recht, dass ich misstrauisch bin. 35, 46, 28. Was? Und jetzt rufe ich die Auskunft, ob ihm die Nummer gehört. 35, 46, 28. Scheiße Gott, blamier dich mit Gewalt. 35, 46, 28, das ist meine Pflicht. 35, 46, 28, gell? Weil noch nicht nur Batzen bei uns umeinanderlaufen. 35, 46, 28. Der saubere Besuch ist für mich nicht ganz Hasenrennen. 35, 46, 28. So. Und jetzt geht der Sache auf den Grund, dass das war's. 35, 46, 28. 35, 46, 28. Ja. Recht. Hoffentlich macht mir der keinen Blödsinn. Verhandelt ja meinen ganzen Hohen! Nini, was ist denn jetzt? Kommst du oder kommst du nicht? Weißt du? Jetzt glaube ich, ist Dreck Trumpf. Wieso? Der Bürgermeister geht aufs Amt und erkundigt sich, wem die Nummer gehört. 35, 46, 28. Ja, und? Was und? Da erfahrt ihr doch, dass das Restaurant Prinz Leopold heißt, ne? Ja, und? Was ist noch schon? Aber doch, dein ganzes Renommee ist beim Teufel. Ich so. Bin blamiert. So ein neugieriges Lurde, aha. Ich hab mich so gefreut, dass endlich einmal ein Respekt wird von mir, weil ich einen Fürsten zum Freund hab. Bene, red dich doch nicht auf. Schau, im schlimmsten Fall mach ich einen Witz draus, nicht? Ja? Na, jetzt soll ein Fassl Freibier für die mir angetane Ehre und fertig ist die Laude. Ja, du kannst gleich drehen, aber ich komm in mein Geschäft nach München ziehen, ne? Du? Ja. Das war noch lang nicht das Dümmste, da können wir noch reden drüber. Jetzt geh weiter, zum Kaffee trinken. Ja, du, mir liegt der Bürgermeister im Mund, da kein Kaffee mehr Platz. Ja, dann schwarz noch, ihr Bürgermeister. Du weißt ganz genau, dass mir die alle gut leiden können. Aber jetzt weiß man wirklich lieber, du darfst nicht mehr kommen. Die Leute könnten reden. Geh, die Leute reden erst recht, wenn ich nicht mehr reingehe. Braut und Bräutigam kehren zusammen. Braut und Bräutigam? So ein Schmarrn, Braut und Bräutigam kehren zusammen. Wie stellst du denn du das vor? Ja, das wirst du dann schon sehen. Ach, geh. Habe ich mich doch nicht getäuscht, dass das ein Blasi seine Stimme ist. Schöne Vogel kennt man am Gesang, gell, Peppel? Blasi. Denk halt an deinen Vater. Was kommst du noch dabei, wenn du genau weißt, dass sie ihm nicht recht ist? Ha? Pass auf, Peppel. Jetzt wird alles gut.
Eigentlich wolltest du ja unter vier Augen sagen, weil ich gewiss weiß, dass du für diese gute Nachricht mindestens ein halbes Dutzend Busserl gibst. Aber die alte Wanningerin, das neugierige Luder, das geht mir ja nicht von der Seite, gell? Das wolltest du doch sagen, oder? Ja, genau, woher weißt denn du das? Na du, sag einmal, was sind denn das für Neuigkeiten? Du, erzähl, vielleicht erlaube ich ein Busserl unter sechs Augen. Sechs Busserl unter einem Auge wären wir lieber. Ach je, jetzt. Geh, Pepperl, sitz dir mal her zu mir. Sag einmal, heißt du auch Pepperl? Also, geh, Blase, das weiß doch, dass ich Rosa heiße. Aber ich bin die Mutter von der Pepperl, gell? Du bist fein fad. Das weiß ich schon. Aber es ist nur wegen der Leute. Stell dir vor, da kommt jetzt jemand zur Türe, dann ist es doch besser. Das sind die neben einem alten Weib hocken, anstatt neben mein Dirndl, ne? Du, erzähl halt, was sind jetzt das für Neuigkeiten? Also ich bin ja nicht neugierig, gell? Du möchtest das nur wissen, gell? Ja. Also gut, pass auf. Ja. Ich hab meinen Vater vorher zur Rede gestellt, was jetzt los ist mit dem Pepperl und mir. Ja. Da faucht er mich an und sagt, bevor du das Pepperl kriegst, da wachsen auf unserem Maibaum Gurken. Bin ich sofort zum Gärtner rüber und hab zwei Zentner Gurken gestellt. Die hänge heute Nacht mit ein paar Spätchen auf dem Maibaum auf. Und dann wecke ich meinen Vater auf. Und dann werde ich zu ihm sagen, pass mir auf, Wanningerin, du bist jetzt mein Vater, gell? Also, und dann werde ich zu ihm sagen, Vater, entweder du lässt mich das Pepperl heiraten, dann verschwinden die Gurken heute Nacht noch. Oder du lässt sie mir nicht heiraten, dann lacht die morgen das ganze Dorf aus. Und dass du ab morgen Gurkenbauer heißt, dafür werde ich persönlich sorgen. Die Gurken frisst mein Vater nie. Ist die Idee jetzt zwei Zentner Busserl wert oder nicht? Kein Gramm. Ja, du warst recht. Was sagst denn du dazu, Pepperl? Ich sag das Gleiche, was meine Mutter sagt. Sag mal, meinst du wirklich, ich will in ein Haus neu heiraten, wo ich nicht gern gesehen bin? Blasi, ich hab dich wirklich gern, aber das kannst du von mir nicht verlangen. Wenn dein Vater von selber zu mir kommt, dann bin ich einverstanden, ja? Pepperl, dann muss ich meinen 70. Geburtstag als Junggesell feiern. Ja, wenn dir nichts Besseres einfällt, dann schon, ja. Okay, noch was Besseres gibt's doch gar nicht. Au, jetzt kommt dein Vater. Wenn die der da herin sieht, das Ganze aus. Komm, verschwind. Nichts wird verschwunden, jetzt wird reiner Tisch gemacht. Also gut, dann verschwind ich. Mama, pass bitte auf, dass er keine Dummheiten macht, gell? Brauchst keine Angst haben. Ich pass schon auf. Oh, der klopft da. Du, das bedeutet nichts Gutes. Herein! Wo ist denn der Wanninger? Der ist gerade beim Kaffee. Und ich glaube nicht, dass er wegen dir seinen Besuch allein lässt. Du, jetzt kommt's mir erst. Wieso sagst denn da du herein? Weil's geklopft hat. Was willst denn du überhaupt da? Ah, ich hab mit der Wanningerin gerade über die Hochzeit geredet. Ja, da wird's euch sauber Zeit lassen. Das glaube ich weniger. Die Gurken muss man schütteln, solange sie reif sind. Ja, wenn die Gurken nicht. Schau du, dass du aufs Feldnaus verschwindst, gell? Jetzt reden wir zuerst einmal miteinander. Ich rede jetzt zuerst einmal mit dem Wanninger. Mit dem brauchst du nicht reden, weil der nämlich gar nichts dagegen hat. Und das dreht sich's gar nicht. Was ich mit dem Wanninger zum Reden hab, geht dir gar nichts an. Also. Sollte ich gehen? Blasi, geht's, wo ist es gescheiter? Also gut, dann geh ich halt. Aber das eine sag ich dir: Die Gurken gingen so lang zum Maibaum, bis der Gurkensalat fertig ist. Na
Dann schick mir Wanninger rein, mit dem hätte ich was zum Reden. Ach, das kannst du auch mit mir besprechen. Mit dir rede ich nicht. Oh, Herr Bürgermeister, es ist mir eine Ehre, dass Sie so einen höllischen Respekt vor mir haben. So, und jetzt bring da dein Murks heraus. Jetzt geht's auf Birn und Brecher, mein Lieber. Hoffentlich heute halt ist mein Gesundheitszustand aus. Ah, Bürgermeister, ja. Hast du es schon bequem gemacht? Mhm. Dauert die Unterredung länger? Um was handelt sich? Es handelt sich um die Telefonnummer 35 46 28. Aube. Ja, Aube, das habe ich auch gesagt. Schau dir, das war alles bloß eine Gaudi. Eine Gaudi? Ja. Eine schöne Gaudi. Ja, ja, dann mach einen Witz draus und lach drüber. Mir ist Lachen vergangen. Was? Mein Gott, hätte ich mir bloß diese Nummer nicht gemerkt. Na ja, jetzt hast du es aber gemerkt, war gescheiter gewesen. Ja? Ja, mir ist schon ganz schwindelig. Hoffentlich trifft mir nicht der Schlag. Das macht nichts, der Sorge ist selber noch da. Was? Schau, als Bürgermeister habe ich doch die Pflicht, dass ich misstrauisch bin. Na ja, diesmal ist deine Pflicht ruhig mal vergessen können. Okay, Wanninger, schau, was? Wir müssen doch zusammenhalten. Schau mal. Schau, wir sind doch da im Dorf sozusagen eine große Familie. Ja, ja, ja. Ihr seid meine Schaf, ja. Und ich als Bürgermeister... Du bist unser Hami. Hirte. Ja, Hirte, ja, aber mit Haar geht's so. Ja. Deine Spassetteln dürfen wir nicht so ernst nehmen. Jetzt machst du alles draus, einen Witz und deine Schaf sind vergessen. Ja, das ist leichter gesagt wie gemacht. Ich mein, ja. Schau, ich seh's ja ein, dass ich da mit dir eine Dummheit gemacht hab. So, du bist spät drauf gekommen. Ja, man kann doch alles wieder gut machen, oder nicht? Ja, ja. Du, pass auf, da fällt mir gerade ein, den Sarg, den ich irrtümlicherweise bei dir bestellt habe, den zahle ich dir natürlich. Na, hör doch auf. Ja, was kriegst du denn dafür? 285 haben wir ausgemacht gehabt. 100, 200, 300. Ich konnte nicht rausgeben, tut mir leid. Das macht doch nichts. Was? Also, sag mal, bist du krank, hä? Ja. Was? Aber siehst du, nimmst den Sarg gleich mit, oder? Oder lachst du auf Abruf bei mir da? Nein, den Schinken für einen Armen in der Gemeinde. Ja, der wird sich freuen, wenn er stirbt, ja. Aber was wollt ihr schon? Ja. Was mich interessiert hat, wo willst du denn überhaupt hinaus? Bei dem Schlamassel möchte ich hinaus. Bei was denn für ein Schlamassel? Ich hab doch die Nummer angerufen, 35 46 8. Ja, ja. Und wer meinst, wer sich da gemeldet hat? Keine Ahnung. Eine Frauenstimme war am Apparat. Ja. Hier Prinz Leopold. Ja. Das war die Prinzin. Ah! Ich kann das sagen, ja. Ich bin vielleicht erschrocken. Mir ist gleich der Hörer aus der Hand gefallen. Ja. Du, hast du dem Bruder von Prinz Leopold dem Fürsten, hast du dem gesagt, dass ich ihn für einen Sprüchmacher gehalten habe und dass Peppi wegen mir ihre Stellung verloren hat? Frau, ich glaube, dass du zum Telefonieren gegangen bist. Ne? Schöner Grüß. Was? Das kostet mir meinen Kopf als Bürgermeister. Das macht nichts, der Sorge ist ja schon zahlt. Du, pass auf. Was? Wenn ich vielleicht heute Abend zu Ehren von unserem hohen Besuchern am Fackelzug veranstalten lassen. Das wär's schön bleiben lassen, gell? Der Fürst ist unerkannt gekommen, will auch unerkannt wieder abreisen. So, ja. Ja. Du weißt was? Was? Ich schenke dir 2 Zentner von meinen angefaulten Kartoffeln. Was? Wenn du die Sache wieder auf gleich bringst. Ein Murkser kann nichts auf gleich bringen, gell? Herr Gott, jetzt sei doch nicht so empfindlich. Ja. Was? Ich geh ja nicht schmusen mit mir, das mach ich nicht. Wanninger. Was? Du schau, du, was wäre jetzt, wenn ich bei dir zum Beispiel noch eine Brautausstattung machen lassen würde? Ja, das doch, für wen denn? Für meinen Buben? Ja, heirat der. Ja, gleich nach der Ernte, dann muss ich da seine Tochter. Täuscht dich doch nicht. Ich habe mich noch nie getäuscht. Und in der Beziehung täuscht dich sogar gewaltig.
Ja, also, was ist jetzt los? Das wäre doch ein tolles Angebot, oder? Ah. Muss das halt für mich ein bisschen billiger machen. Tut mir leid, ich hab jetzt keine Zeit mehr, gell? Herr Gott, Brotzer, der Teufel, Brotzer, der... Es hat auch mal andere Zeiten gegeben. Das kommt nie wieder. Na komm, Wanninger. Ja? Deswegen kann man doch reden. Pass auf. Ja? Wenn du jetzt beim Fürsten für mich ein gutes Wort einlegen lässt, sagst ihm heute, ich hab's im Amtseifer gemacht, weil es doch im Radio eine Durchsage gegeben haben, dass so viel Schlawiner unterwegs sind. Sag einmal, willst du mich zum Meineid anstiften, ha? Wir sperren sie bloß dir. Was? Na schau, ich weiß mir sonst keinen Rat mehr. Na, weißt du was? Dann schau, dass du eine Audienz beim Fürsten kriegst, ne? Das... Ja, aber sag's niemandem. Wo krieg ich denn die? Na wo, beim Postwirt, da wohnt er. Ja. Aber machst du so, dass niemand merkt? Ja, ja, mach ich, mein, ich sag das. Ja. Am liebsten da die meine zwei schönen Ross herschenken, als wir... Hast du dem Fürsten womöglich auch gesagt, dass ich seine Limousine an Karren kosten habe? Alles hab ich ihm gesagt, auf mich kannst du dich verlassen. Brav. Brav. Dann ist mir der am letzten. Naja. Ja, was ist, willst du den Sarg mitnehmen, dann kannst du doch am Neuling, wenn du magst. Na Gott, du... Blickerte Teufel, blickerte. Ich brauche deine Fürsprache nicht, gell? Ja. Bin immer noch der Bürgermeister, dass das war's, gell? Pass auf, Wanninger. Was ist jetzt wieder? Wann hätten der Herr Fürst Sprechstunde? Nein, abends. Meistens ist er abends daheim. Oh, so. Lieber tätig eine Wallfahrt machen mit zwei von den Erbsen in die Schuhe drin. War. Ja. Jetzt lass dich mal aufhalten, jetzt geh schon warm, gell? Ja, ja. Du bist mir ein sauberes Gemeindemitglied. Was? Seinen Bürgermeister so hängen lassen in der Scham, der du... Aufhängen lassen, mein Fürst. Wenn man nicht so im Kreuz waren, dann kann der ja Kreuzsprung machen. Basti, Rosa! Was gibt's denn, Benni? Hoheit! Sei so gut, fang du an. Lass mich ausreden. Hoheit gibt's noch eine Gaudi. Ach, Hoheit. War die Unterhaltung mit Heilschneider so viel teuer? Basti, du bist und bleibst. Der Fürst? Ich bleib der Fürst. Jawohl, und der Bruder, der Prinz Leopold. Genau. Der Bürgermeister hat reingerufen und da war eine Frauenstimme dran. Und hat gemeint, das ist die Prinzessin. Was? Jetzt ist er fest davon überzeugt, dass der Bruder der Prinz Leopold ist. Da hast du ihm das nicht ausdeutscht. Nur blöd wäre ich sein, den lasse ich doch deppert sterben. Du weißt ja. Weißt du, der Bürgermeister will noch meine Audienz bei dir nachsuchen. Geht er doch. Also tu mir einen Gefallen und lass dich verwechseln. Hä? Das Wohl und Weh, das Glück meiner Tochter Peppel hängt dran, bitte. Aber Beni, fürs Peppel lass er mich doch gern verwechseln. Na, fein. Und ich helf ihn dabei. Du holst dir raus heute, gell? Wieso? Sonst fällt mir ein, was mir vor 40 Jahren passiert ist. Ja, was ist denn da passiert? Da hab ich so ein nettes Mädel kennt und hab's mit dir verwechselt. Jesus, nein, was ist denn passiert? Speisekarten ist auch noch nicht schön. Geh sitzen hin, und schreib, ich geb das an. Ja. Mein Gott, nein. Du. Ja. Du, die müssen wir ganz fürstlich zusammenstellen. Ja, ja, ja. Mit lauter hochklingenden Namen. Ja, ich also, schreibe als erstes einmal, hoch soll er leben. Ein Schmarrn. Nein. Zuerst einmal die Suppen. Suppen, ja, schau mal, geschnittene Nudelsuppe. Das ist doch keine fürstliche Suppe. Das ist doch bloß eine Suppe mit Nudel drin. Na, lass mal die Nudel heraus. Okay. Schreib. Ja, das schreibe ich da durch. Ja. Schreibst. Bouillon mit Ei. Genau. Schreibe ich. Bouillon. Ja, jetzt. Wer schreibt mir den Ei? Ah. Ja, du, für wie viele Personen hat er denn auch gesagt? Das Bier. Zum Essen!
essen. Ach so. Mein ja, für ungefähr ganz genau 6 Personen hat er gesagt. Der 6 Personen? Für ein Dünner, ja. Ja, meiner muss ja aber jetzt Fleisch hinsetzen und Suppen herrichten. Ja. Mein Gott, weißt du jetzt alles, was es gibt? Ja, alles, also lauter königliche und kaiserliche Sachen. Ja, nein, ist gut. Ich lern's da auswendig. Ja, der Herr Bürgermeister, was verschafft uns denn? Ja, was willst denn du da? Ja, ja, mit dem Fürsten muss ich doch reden. Was in Hemdsärmen? Nein. Hab alles mitgebracht. Ich bin bloß so über die Straße gegangen, damit es nicht auffällt. Ja. Aber da herin kannst du nicht umziehen. Das ist dem Herrn Fürsten sein Separatistenzimmer. Ja. Na, geh halt zu ihm auf aufs Zimmer. Das geht auf gar keinen Fall. Na, so viel ich weiß, rasiert sich doch der Herr Fürst gerade. Ah, ja. Er hat doch gerade ein warmes Wasser verlangt. So, ja. Wieso? Ja. Der hat sich doch heute schon beim Wanninger rasiert. Woher weißt denn du das? Ich war gerade zufällig drin. Kommt Wanningerin raus, eine Hand da über den Arm, da, ganz blau was. Wanningerin, sauft jetzt auch schon. Das Handtuch war blau, weil sie doch der Fürst beim Rasieren geschnitten hat. Ja, na, mir ist ja rot sein, das Handtuch. Na? Der Wanninger hat mich da aufgeklärt. Ja. Es war blaues, fürstliches Blut. Ja, sagen tut man's, dass die hohen Herrschaften blaues Blut haben. Na ja, und du möchtest jetzt den Herrn Fürsten da im Namen der Gemeinde begrüßen. Nicht? Nein. Ganz privat. So. Ja, ja, hängt meine Zukunft davon ab. Ja, wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn treffen kann. Ja, dann gehst du halt in den Küchen aus, nicht? Und dann, wenn man kommt, der Herr Fürst, dann gehst du hin zu ihm, dann hast du ihn. Das ist so. Ja. Und wo kann er mich umziehen? Ja, halt dings, nicht? Ja, in der Damentoilette. Ja. Was? Du bist gut. Als Bürgermeister kann er mich doch nicht in der Damentoilette umziehen. Bei uns einfach, meine Alte ist keine Dame. Danke. Ich wollte sagen, meine Alte weiß ja jetzt, dass es belegt ist. Ach so, ja. Also gut von mir aus. Na du, wie redet man denn so einen Fürsten an? Ja, eure Impotenz oder so. Nein! Wie wäre denn das, wenn wir ihm vorher einen Dusch machen? Ja, unser Dusch ist kaputt, ein Badwanner kannst du haben. Ich mein doch, einen Dusch aufspülen lassen. Ach so. Ja, oder singen lassen. Singen, ja. Von wem singen? Von eurer Magd, von der Katinke. Die singt doch so gern. So. Da werdet ihr doch eine Freude haben, oder? Die Zinzi. Okay, der Herr Fürst. Da bin ich mal, ob das denn gerade freut, wenn die Katte oder die Zinzi singt, da bin ich nachher schon gespannt. Ja. Ist doch egal, wo es rein. Irgendeine halt eine Reihe, gell. Die will am schönsten singen. Ja. Also, ich will von der ganzen Geschichte nichts wissen. Also mir ist recht, ob das den Herrn Fürsten auch recht ist, das werden wir nachher schon sehen. Also ich bring da die Zinsen, die sind doch schön. Sei sie gut, Herr. Zinsen, das Zimmer rausgehen. Ja, der Herr Fürst soll nicht sagen können, er wäre bei uns nicht ehrenvoll empfangen worden. Ne? So ein Gesang macht eine gute Stimmung und in einer guten Stimmung ist schon manches gute Geschäft gegangen. Ja. Was ist denn? Bürgermeister. Ja. Es freut mich, ich darf die brauchen. Bist du da sicher? Ja. Also, was ist los? Du weißt doch, dass bei euch also ein Fürst abgestiegen ist. Freilich, ich bin nicht blöd, oder? Das ist bei uns im Haus ein ganz hohes Viech, aber ich hab noch nicht gesehen. Eine ganz vornehme Person, du. Mhm. Ein Fürst. Weißt du überhaupt, was ein Fürst ist? Freilich bin ich nicht blöd, oder? Außerdem habe ich ja jahrelang am Fürstenhof als Spülerin gearbeitet. Ja, dann kannst du ihn ja kennen, wenn du ihn siehst. Ja, ich brauche den Fürsten nur auf seine Füße schauen und sofort kennen. Wieso? Ja, weil doch ein jeder Fürst auf großem Fuß lebt. Ja. Du, pass auf. Hm? Ich möchte den Fürsten gerne überraschen. Mit mir? Pass auf. Komm, da sitzt du her.
Da ins Eckerl? Ja, aber so schier bin ich auch wieder nicht. Ja, aber das muss ja nicht gleich jeder sehen, oder? Also pass auf. Wenn eine Türe aufgeht, ha? Singst du einen Dusch, ich komm dann rein und du verschwindest. Ah, freilich. Also pass auf, wenn die Türe aufgeht, ja? Dann sing ich einen Tusch. Jawohl. Gut, einen Tusch. Ich kann einen. Ja? Ja. Tuschewarzer Zigeuner. Ja, dann sing ich halt einen kräftigen Tusch. Das war's. Wenn du das lieber willst. Ja. Ja, ja. Zum Beispiel. Tralalala. Hä? Das sind Tischer. Ne? Ja, das ist doch gar nichts. Na du, mehr ein Lied. Ein Lied? Ja, dann sing ich ihm halt ein Landler. Okay. Ein Landler ist doch nichts für einen Empfang. Ach so, ein Empfang? Ja, dann bringe ich ihm das Lied von der Empfängnis. Ne? Ja, oder ich singe der Tag des Herrn. Das ist doch kein Pfarrer nicht. So? Ja, was singe ich denn jetzt? Ja, was singe ich denn jetzt? Pass auf, ich hab's. Bin ich nicht so der Schrecker? Weißt du was? Hä? Du singst, wo der Wildbach rauscht. Kannst du das? Freilich bin ich blöd, oder? Da kann ich alle 18 Strophen. Ja? Magst du das hören? Ja. Du, ich weiß noch ein Lied, was ich am singen kann. Ja? Warum ist es am Rhein so schön? Das weiß doch ich nicht. Aber das kann ich auch. Nein, das ist nichts mehr. Es ist ein bayerischer Fürst, da braucht man ein bayerisches Lied. Ach so. Also es bleibt dabei. Also gut. Wenn eine Türe aufgeht, dann lasse ich den Wildbach rauschen. Jawohl. Und ich? Rausch rein. Und du? Rausch raus. Jetzt weiß ich auch, warum das Liedl heißt, wo der Wildbach rauscht. Ja, du pass auf, wenn du vielleicht noch ein schönes Joppel anziehen kannst, damit das alles ein bisschen feierlicher ausschaut. Ja, das kann ich. Ja, pass auf. Ja, ja, du musst das nicht umsonst machen. Ja, umsonst hätte ich es auch nicht da. Da kriegst du 2 Mark, ja? 2 Mark? Hm? Jetzt passen wir auf. Ja. Um 2 Mark rauscht bei mir gar nichts, da tröpfe ich höchstens. Fünf Mark. Um 5 Mark lass ich's rauschen. Halt, pressiert's. Ja, aber selbstverständlich. Ja, gut. Also, wenn's pressiert, dann zieh ich jetzt mein schönstes Joppel an, das ich hab, ja. Und komm sofort wieder. Jawohl. Ich nehm gleich die Joppen vom Stall. Ja. Also, die Einleitung hätte ich jetzt schon. Jetzt ist mir um vieles leichter. Brauche ich bloß noch die Begrüßung. Eure Impotenz. Eure Gehaltung. Glaubt ja hervorragend. Also, Frau Wirtin, wie gesagt, das Essen für 6 Personen, gell? Es passiert aber nicht, wir trinken zuerst was. Ist hoffentlich habt ihr was Gutes. Königlich bayerisches Bier durchlaucht. Dürfen Sie mir nicht immer so Titel geben, ich bin keine Durchlaucht. Ich weiß schon, euer Gnaden. Die Zeiten sind leider vorbei, wo es lauter so durchgelaufte Herrschaften gegeben hat. Aber die kommen wir schon wieder. Ja, schön wär's. Ja, das sagt mein Mann auch allebei. Es war doch ganz was anderes, wenn die Hoheiten überall dabei waren. Ja, ja. Was gibt's denn eigentlich zum Essen? Das sagt er dann mein Mann persönlich herführt. So. Er lasse die große Ehre nicht nehmen, sie persönlich zu bedienen. Schön, ja. Ich darf ja für mein Leben gern Hoheit zu einer sagen. Aber wenn Sie es heute halt nicht wünschen. Nein, ich bin nur der Herr Fürst und sonst gar nichts, gell? Ist schon recht, Hoheit.
darf ich mich jetzt bitte wieder in meine Küche zurückziehen? Ja, bitte, ich hab nichts dagegen. Bitteschön. Oh, von ihm geht direkt ein feuertales Aroma aus. Grüß Gott. Dasi, was tust denn du da herin? Das ist ein Herrn Fürster Reservationszimmer, da hat niemand Zutritt, nur geladene Gäste. Ja, dann ist schon recht. Ich bin nämlich geladen und wir. Ist er da der Fürst? Ja, ja, der bin ich. Ja, dann ist recht, ich muss mit Ihnen reden. Was sowas gescherz. Die Frau Wirtin, lassen Sie uns allein, bitte. Höchste Zeit ist, dass wir wieder einen König kriegen. Ja. Wo bringt's? Aber setzen Sie einer doch. Ich kann nicht sitzen. Warum? Weil ich gleich wieder aufstehen müsste, bevor es mich zerreißt. Okay, warum denn so nervös? Sieh, ich bin nicht nervös. Ich bin aufgeregt. Ah. Und immer wenn ich aufgeregt bin, kann ich mich nicht niedersitzen. Also. Ja. Ich habe erfahren, dass Sie meine Braut, die Pepperl, mit nach München nehmen wollen. Aha. Zum Prinz Leopold, wo sie eine Stellung kriegt. Okay. Und von wem ist die Weisheit? Von meinem Vater. Aha. Und wer ist der Vater? Der Bürgermeister. Ach so, dann bist ja du der beliebte Blasi. Woher wissen denn Sie das? Ach, von deiner angeblichen Braut. Sie, die ist nicht angeblich, gell? Ich muss aufstehen. Sagt ihr angeblich. Blasi, beruhig dich. Sitz dich wieder hin. Jetzt sag ich Ihnen mal, was Herr Fürst, gell? Oder was Sie sonst sind. Dann hast du mir das Mädel ja nicht zur Fürstin oder zur Prinzessin, gell? Sieh, das Mädel taugt nicht in die Stadt rein. Ja. Die ist am Land geboren und das soll es auch sterben. Das soll es auch, ja, sehr schön, ja. Jetzt pass einmal auf, Blasi. Was darfst jetzt du sagen, wenn du innerhalb von 6 Wochen dein Pepperl heiraten könntest? Dass entweder ich oder mein Vater Kamel war. Väter sind immer die größten Kamele, das musst du merken. Ja, warum hab mich ich jetzt so aufgeregt? Ja, weil du auch ein Kamel bist. Was? Jetzt pass auf. Jetzt gehst heim und gehst nicht eher aus dem Haus, bis dich dein Kameltreiber holt. Dein Vater meine ich. Ja, wir so halten mich, mein Vater. Das wirst du dann schon sehen. Lass mich nur machen, Blasi. Weißt du, ich bin ein guter Freund zum Wanninger. Und wir zwei werden die Geschichte schon wieder ins Gleis bringen. Du kriegst dein Pepperl und dein Pepperl kriegt dich. Und mehr kannst du doch dann nicht mehr verlangen, oder? Ja, Herr Fürst! Herr Fürst! Ja? Wenn alle Fürsten so sind, wie Sie sind, na? Dann geh ich morgen zur Königspartei. Das ist die Jugend von heute. Nichts können Sie erwarten. Was war jetzt das? Ja, hab ich jetzt nicht gerade meinen Burenring gehört? Mit wem hat denn der schon wieder gereicht? So. Boah, der Wimperl! Es soll doch eine Überraschung werden. Darf doch niemand hören. Ja, ich wollte ja bloß zeigen, dass ich das Lied auch kann. Das glaube ich dir da so. Komm, sitz dir auf den Platz hinter da. Hey, und der Eckerl lass dich nicht singen, wenn eine Tür aufgeht. Ja, lass ich den Wilbach rausschälen. Ja, aber ich komm dann rein und du? Rausch, raus. Hast du das kapiert, ja? Ja, freilich, ich bin doch nicht blöd, oder? Ja, na, ist ja recht, oder? Und ob ich bin blöd, oder? Was gibt's denn da zum Lachen? Ah,
ich halte es hier nicht so lange aus. Der Herr Fürst ist noch auf sein Zimmer. Warum singst du dann, du Deutschen, du Bläder? Da, wenn die Tür aufgegangen ist. Dann mache ich deine Augen auf. Ich habe einen Herrn erwartet und nicht die Wirtin. Ich kann eh nicht rüber, oder? Der sieht ihn. Ja, jetzt aufpassen. Ja, nichts mehr vermurksen. Hast du es kapiert? Ich bin nicht blöd, oder? Ja, nichts mehr vermurksen. Hast du es kapiert? Ich bin nicht blöd, oder? So. Na. Wärst wenigstens Zeit für die Spinnerei da? Ja, 5 Mark hab ich gekriegt. Für ein 50er hab ich schon gesungen. Naja. An dem Preis kannst du es ja machen. Freilich, bevor ich deine Arbeit tue, tue ich lieber gar nichts. Kommt der Fürst bald? Ich möchte Weihnachten daheim sein. Habt ihr so lange Zeit? Wie nicht? Es klappert die Bühne am rauschenden Rauschen. Ein Rausch habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Da brauche ich schon nur einen, weil auf 3, 4 steht man nicht, gell? Jetzt kommt mir der zu früh ran. Das ist doch schon wieder der Verkehrte. Das ist doch der Kammerdiener vom Dingsbums da. Na mei, woher soll denn ich das wissen, dass das der Kammerjäger ist, oder? Sagen Sie mal, sind Sie vom Faschingszug überblieben? Ich bin der Herr Bürgermeister, gell? Ah, ja. Ah, Sie wollen den Herrn Fürsten sprechen? Jawohl. Da werde ich ihm gleich Bescheid sagen. Sind Sie gut? Ja. Also der Nächste, wo jetzt kommt, das ist der Richtige. Hast du es kapiert? Na, freilich bin ich nicht blöd, oder? Da kriege ich jetzt langsam meine Zweifel. Ich bin schon lang bei dir. Sag mal, spinnst denn du, dass du den Wildbach singst?
Ich nicht, aber er spinnt. Ja. Ich meine, Albi, das wird meinem Herrn nicht gefallen. Das ist mir wurscht, ob ihm das gefällt. Mhm. Jetzt pass mal auf, Herr Kammerjäger. Mhm. 5 Mark hab ich gekriegt, gell? Für einen Magel hab ich schon gesungen. Und wenn dein Fürst jetzt nicht bald kommt, dann gelangt das Geld nicht mehr. Also gut, dann sag ich ihm Bescheid, gell? Ja, dann soll ich schicken, weil sonst wäre ich zittig. Ja, ist schon nicht. Mein Lieber, das wäre eine schöne Gaudi werden. Wenn das so weitergeht, zahle ich hier drauf bei dem Geschäft. Der Fürst, wenn jetzt kommt, gell, dann schmettere ich den Wildbacher so, dass gleich die Fenster scheppern. Was? Warum soll ich verschwinden? Sie doch nicht, euer Hochwürden. Sie habe ich gemeint. Deshalb brauchst du nicht Sie zu mir sagen, oder? Ja, schon, aber das sage ich dir. Für einen Mark 50 Pfennig habe ich jetzt gesungen. Den Rest kriegst du nicht mehr raus. Ist schon gut, Herr Bürgermeister. Der Empfang war ja sehr schön, aber Hochwürden bin ich keiner. Ja, ich weiß, ich bin ja selber nur ein kleiner, sündiger Bürgermeister. So, so. Ja. Eure Existenz haben von mir schon gehört, ja. Ja, sehr viel sogar. Oh, das ist aber sehr erfreulich, euer Durchmarsch. Was? Euer Durchgang. Was? Durchlaucht. Ja. Komm, lass uns die Titel weg. Ich bin weder Exzellenz noch eine Durchlaucht, sondern ganz einfach der Fürst. Ja, ja, das sieht man. Wir schon, wir schon. Weil er genauso schee daherredet wie wir. Aha, aha. Ja, also bitte nehmen wir's Platz. Bin so frei, eure Fürstlichkeit. Ja. Bitte. So, Sie sind also der Bürgermeister. Jawohl, bleib hocken. Und was wollen Sie eigentlich von mir? Einen vollkommenen Ablass. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dein Auto einen Karren und dir einen Schwindler kostet. Oh, 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 oh. Das war eine große Dummheit von mir, ja. Eure Fürstlichkeit. Ja, ja. Ja, ich hab schon öfter so einen Blödsinn dahergekriegt. Das kann ich beschwören. Ja. Naja, ich meine, so tragisch nehme ich es ja nicht. Ja. Schauen Sie, ich war ja schon immer ein großer Freund und Gönner unserer Königshäuser. Ja, ja. Und ich meine, das wäre doch Anlass genug für mildernde Umstände. Ja. Ja. Und darum bitte ich um Ihre Absolution. Also, Sie hast gekriegt, Bürgermeister. Na ja, gut, dann vergessen wir heute den Schwindler. Ja, ja, ja. Ja, wenn aber ich jetzt, trotzdem ich ja laut Standesamtsregister ein geborener Fürst bin, wenn ich trotzdem ein kleiner Schwindler wäre. Ausgeschlossen. Sowas hätte doch bloß ein vollkommener Trottel behauptet. Ja, ist es. Ja, ja. Behauptet hast es ja du. Ja, aber da habe ich doch noch nicht gewusst, dass der Herr Fürst der Bruder ist. Gut, dann vergessen wir heute das Ganze. Ja, das heißt, bis auf eins. Wieso? Kommt da noch was noch? Ja, leider. Und zwar etwas, was Sie Ihre Stellung als Bürgermeister kosten kann. Was? Aber ja. Was wäre denn das? Jetzt kommst du hier in kleine Reparaturwerkstatt durch. Ne? Ja, lieber Herr Bürgermeister, mir ist nämlich zu Ohren gekommen, okay, dass Pepperl, die Tochter von meinem Freund Wanninger, ja, durch ihr Dazutun ihre Stelle hier beim Postwirt verloren hat. Ja, ja, mei. Ja, weißt du, was das bedeutet nach dem Gesetz? Arbeitslosenförderung. Herr Lieber, das konnte dein Posten als Bürgermeister kosten. Ja, aber schauen Sie, eure fürstliche Gnaden, ich hab doch das nur gemacht, weil mein Sohn halt gut verheiratet sein soll. Ja, na also, wenn Ihr Sohn glücklich verheiratet sein soll, dann können wir ja die Geschichte gleich zum Abschluss bringen. Ja, ne? Schauen Sie, Herr Bürgermeister, ich würde es halt gerne sehen,
wenn Ihr Sohn Blasi das Pepperl heiraten ja, geht. Ja, kann er gern sehen. Ja, es wäre für mich sozusagen eine große Ehre, wenn Sie sozusagen das Proletariat übernehmen würden. Aber es ist ja alles schon abgemacht, ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll. Ja. In Gnaden ja sagen, weil sonst bist du ein Ungnadenbürgermeister gewesen. Ja, schauen Sie, Eure Hochheit, es ist ja bloß wegen dem schönen Heiratsgut. Sag mal, ist meine Tochter vielleicht kein schönes Heiratsgut? Ja, ja, da muss ich meinem Freund Beni recht geben. Ach so, also das Pepperl ist doch das schönste Heiratsgut im ganzen Oberland. Hab ich das notwendig, bei einem Auftrag von 50.000 Mark meine Tochter anzupreisen wie ein Kramer seine Ware? Die Sitzung ist geschlossen, wir gehen ja. Nein, bitte, Warninger, bitte. Was? Ich tue ja alles, dass ich meine Schuld. Was dessen du deiner Tochter mitgeben? Na ja, als erstes kriegst du mal den Scheck über 15.000 Mark zum Anschauen. Also. Ja. Und dann teile ich noch Wirmstiften für Zwilling, gell? Und durch meine Bekanntschaft mit dem Fürsten. Kann es sein, dass du sogar ins Landratsamt hineinkommst, zum Radl aufpassen? Ja. Das wäre heute dann richtig ein Glückstag. Ja, ja, ja. Und so hast du deine Stelle als Bürgermeister behalten. Oh Gott sei Dank, ich bin froh, dass ich so billig wegkomme. Da ist es. Also, Herr Bürgermeister, ich verlasse mich auf Ihr Manneswort. Ja, ja, da fehlt Sie nichts bei mir. So, Warninger kann das bezahlen. Ja, und jetzt gehen Sie heim und holen Sie den Blase her. Ja. Ja. Dann feiert man Verlobung, auf meine Kosten natürlich. Oh ja, das mache ich gerne, Eure Fürstlichkeit, Eure Hoheit. Ja, wo der Wildbach raus. Das Schengwerk ist ja ganz deppert worden. So, Tala. Oh. Ja, sag mal, wo seid ihr denn hier so lang? Ha? Mein Gott, nein, ich war noch beim Friseur. Ja, wieso bist du noch nicht dran gekommen? Also, Pepperl, ich muss sagen, du bist wirklich ein schönes Heiratsgut. Ja, und der Bürgermeister hat gesagt, ich war ein Murks, ja, gell? Ja. Jetzt. Oh, Herr Kaffee, meine ganze Hochspannung und meine tiefste Vermehrung, Herr Fürst, Frau Warninger, Herr Warninger, Fräulein Pepperl, was steht zu Diensten? Was möchtest du uns diensten? Was ich auftragen soll darf. Was sind denn so feierlich? Naja, wenn man so einen hohen Herrn eigenhändig bedienen müssen darf. Und weiße Handschuhe ziehen sie auch. Ja, die mag man noch meinen Daumen in der Suppe verbrennen. Nicht? Also, was darf ich den Damen bestellen? Also, ich mag einen Kaffee. Ein Kaffee? Ja, ich hätte gerne einen Whisky mit Soda. Einen Whisky? Pepperl, du weißt doch genau, dass wir sowas nicht haben. Bring mich doch nicht in Verlegenheit. Bestell was anderes. Was, das habt ihr nicht? Ja, dann hätte ich gern einen Sherry Brand. Jetzt muss ich mir einen Sherry Brand geben. Du bringst mich noch zur Verzweiflung. Du weißt was, jetzt trinkst gar nichts. Ja. So. Was darf ich dann den Herrschaften zum Essen aufkredenzen? Ja, was gibt's denn kurz zum Festessen? Ja, da haben wir mal eine Fürst-Bismarck-Heringssuppe nach Königinnenart. Und dann haben wir von der Königin von England haben wir ihr Schnitzel, nicht mit Kaisersemmel. Und als Nachspeise haben wir Holsteiner Mokka mit Ei oder Kaisers Brustkaramellen mit Prinzregententorte. Das ist ja die reinste Speisekarte von einem Menschenfresser. Ja, also gut, dann bringen Sie mal das Zeug da, gell? Also viermal Abendessen. Ja, ja, nein, halt, Moment, können wir das auch für 6 Personen haben? Ja, natürlich, dann wären halt die Portionen kleiner. Was? Also. Ja, Fräulein Pepperl? Ja? Haben Sie Pommes frites? Pommes frites haben wir nicht, wir schlachten erst morgen. Was? Ja, haben Sie Feuer? Moment, die Frage einmal. Leni, haben wir Feuer im Ofen? Hallo. Ja, war doch für die Zigarette. Ach, schau, für die Zigarette. Entzünden Sie mir die Zigarette an. Natürlich.
schon mal gesehen. Ja. Also, du bringst mir aber auch von einer Verlegenheit in die andere. Mein Gott, das tut mir wirklich leid. Nein. Lass ihn ruhig ein bisschen schwitzen, dann sieht er wenigstens, wie schön das ist, wenn man mit Fadi gestfremd ist. Du schon, ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die zwei wichtigsten Persönlichkeiten. Ja. Wieso? Kommt da noch jemand? Ja, freilich. Ja, wer kommt denn da noch? Zwei Kamele. Nein. Den Beppel sein Blase und den Blase sein Vater. Nicht? Ja, Herr Fürst, das schaut ja ganz so aus. Genau so schaut's aus, ja. Also, wenn das wahr ist, dann kriegen Sie ein Busserl von mir. Ja, das wird zwar sehr schön, aber spar dir deine Busserl, die wirst du noch notwendig brauchen. Hm? Weißt du, ich möchte nicht haben, dass du schon vor der Hochzeit ausverkauft hast. So, da komm doch her und da stellst dich jetzt her, gell? Ja, da sind sie ja die zwei heiß Ersehnten. Eure Fürstlichkeit. Ja. Das ist mein Bub, der Lauser, der Mystiker. Wir kennen uns schon, gell, Blasi? Das glaubst du? Und gestern noch mit Herrn Fürsten um, wie redst du mit dem? Wir reden, wenn es der Schnabel gewachsen ist, gell, Blasi? Genau. Ja, geh mir auf Zeit. Wanninger, ja. Du weißt doch, dass ich auf Geheiß von Herrn Fürsten als Brautwerber da bin. Ja, das weiß ich. Ja, jetzt frage ich dich, dass du deine Tochter meinem Burm zum Weibe geben? Selbstverständlich! Ja, ist es! So ein Glück! Na, Herr Fürst, sind wir jetzt zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Ja, und mehr könnt's von einem einfachen Fürstennamen auch nicht verlangen. So ist es. Also, ich habe meine Schuldigkeit getan. Ja. Du kriegst jetzt einen reichen Schwiegersohn. Und was krieg ich? Du kriegst das beste Stück aus meiner Werkstatt. Aha. Noch in Ordnung, so schlimm kann die Zeit gar nicht sein. Und gibt es auch Kummer und Sorgen, bei uns sind sie ganz mit dabei. Das Herz spielt die wichtigste Rolle, mein Leben, die Liebe, die dies. Und ist es auch noch so verworren, das hält wie ein Diskris. Das Leben schön, wir lachen wie so gern. Lacht mit uns und du bist hin, dann sind die Sorgen fern. Lachen macht das Leben schön, jetzt ist gleich so weit. Herzlich willkommen zu Theaterstadenzeit. Herzlich willkommen zu